Ja, hallo. Ich dachte, ich gebe euch mal ein Lebenszeichen zwischendurch, weil ich doch ganz schön in der Versenkung verschwunden bin jetzt über das ganze Lernen. Ich habe die schriftliche Prüfung geschafft. Yay. Das war Mitte März und dann war das erstmal so ein bisschen so ein Zwischenhängen und ich wusste halt meinen Prüfungstermin nicht für die mündliche und das war ganz schön schwierig für mich. Neben vielen anderen Dingen, die nochmal so über mich hereingebrochen sind. Auch so das Bewusstsein über den Krieg, das ich vorher halt gar nicht zugelassen habe. Das war, dieses Lernen war wie so eine schützende Blase im Grunde um mich rum. Ja, und habe das dann doch nochmal eine Weile an mich herangelassen. Und jetzt ist diese Blase um mich herum ist jetzt zurück. Denn ich habe jetzt meinen Termin für die mündliche. Das wird im Juni sein, also es ist noch gar nicht mehr lange. Und ich bin auch ja, ganz schön aufgeregt, aber auch sehr, sehr froh, dass ich endlich diesen Termin habe und einfach weiß, wann es weitergeht. Und danach werde ich dann auch wieder mehr Zeit haben für Videos. Ja, ich wollte einfach ein bisschen mit euch auch teilen, was ich im Moment so gerade alles anstelle, um mir dieses ganze Wissen in den Kopf zu fropfen. Etwas, womit ich mich gerade ganz intensiv beschäftige, das sind Fallbeispiele. Da geht es um Differentialdiagnose. Also es geht darum, dass dann, stell dir vor, hier ein Mann, 24 Jahre alt, kommt bei dir in die Praxis und schildert die und die Symptome und was machst du jetzt oder was glaubst du, was der hat? So geht das ungefähr und dann ist meine Aufgabe, da dann einiges abzuwägen, zu überlegen mit den Symptomen und da gebe ich euch gleich mal ein Beispiel für. Und probiere mich mal in so einer Differentialdiagnose. Das macht übrigens lustige Dinge mit dem Kopf, wenn man die ganze Zeit sich mit sowas beschäftigt. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht durch die Gegend renne und versuche, alle Leute irgendwie zu diagnostizieren. Und habe aber auch schon von einer Freundin, die als Musiktherapeutin arbeitet, gehört, dass es irgendwann wieder nachlässt. Da bin ich sehr froh drüber, denn eigentlich geht es halt mir überhaupt nicht darum, Menschen irgendeinen Stempel zu verpassen, sondern ganz im Gegenteil, sie einfach so zu nehmen, wie sie halt sind, wie sie halt kommen und gemeinsam zu schauen, was sie brauchen. Fall 5. Eine Frau, die einen Tsunami erlebt hat, geht zunächst normal zur Arbeit. Nach 3 Monaten kann sie nachts nicht mehr schlafen, hat Albträume, die sie an das Erlebnis erinnern und ist unfähig, zur Arbeit zu gehen. Wieder auf Stopp. 3, 2, 1, Auflösung. Also es kommt eine Frau zu mir, die hat den Tsunami überlebt oder einen Tsunami überlebt. Und sie hat danach 3 Monate lang im Grunde weitergemacht wie bisher. Also sie ist einfach zur Arbeit gegangen, alles war gut, in Anführungsstrichen. Und nach 3 Monaten fing sie dann an, Schlafstörungen zu bekommen, Albträume, die sie an den Vorfall, an die Situation erinnert haben. Und sie hat dann gemerkt, sie ist auch nicht mehr arbeitsfähig und hat sich krank schreiben lassen müssen. In diesem Kontext denke ich spontan erstmal an eine posttraumatische Belastungsstörung, denn das, was sie erlebt hat, den Tsunami, das ist eine sehr außergewöhnliche Situation, die sie belebt hat und die wirklich sehr, sehr gravierend, sehr lebensbedrohlich war. Eine Situation, die wirklich jeden Menschen auch mitgenommen hätte. Und in Abgrenzung zu einer Anpassungsstörung, da wäre es so, da würde es eher um Lebensereignisse gehen, die eigentlich jeder mal hat im Leben. Das kann eine Scheidung sein, das kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein. Also durchaus auch Sachen, die einen sehr mitnehmen, die allerdings nicht in dieser Größenordnung sind, wie eine Naturkatastrophe. Also das würde eher für die PTBS sprechen. Was auch für die posttraumatische Belastungsstörung spricht oder ganz im Mittelpunkt, sind die, dass er diese Erinnerung hat, also diese Flashbacks im Grunde, also dass sie in ihren Träumen das wiedererlebt, was damals passiert ist.
Und auch typisch ist die Verzögerung bei der PTBS, dass sie nicht sofort arbeitsunfähig war und das verarbeiten konnte, sondern dass sie erstmal ganz normal weitergemacht hat und dass das erst wirklich Monate verspätet dann die Wirkung eigentlich eingesetzt hat von diesem Erlebnis und eine Verarbeitung davon. Sie hat das im Grunde die ersten Monate erstmal verdrängt und beiseite geschoben, unbewusst, um mit diesem Schrecken irgendwie zurechtzubekommen. Und was ich auch vorsichtshalber abklären muss, auch wenn es sehr nahe zu liegen scheint mit diesem Erlebnis, das sie hatte mit dem Tsunami, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung ist, es ist trotzdem wichtig, auch nochmal organisch abzuklären, ob da vielleicht irgendwas noch mitspielt, noch reinspielt. Denn ich weiß nicht genau, was sie da erlebt hat, also ob sie wirklich auch mitgerissen wurde von den Fluten, ob sie wegrennen musste, weil da ist auch möglich, dass sie sich da in irgendeiner Weise verletzt hat. Ich denke so an ein Schädel-Hirn-Trauma wäre eine Möglichkeit. Das müsste ich alles mit ihr abklären, also ob da noch irgendwas, was organisch sein wäre, hinterstecken könnte. Ja, aber das wäre meine Verdachtsdiagnose, dann posttraumatische Belastungsstörung, wenn man im Organischen nichts finden kann. Ja, ich merke gerade, wenn ich das hier in diesem Video für euch mache, dann, das fühlt sich ganz komisch an, wenn ich so in dieses ganze medizinische Fachvokabular gehe. Und ich merke, ich will immer ganz viel erklären, was vielleicht nicht so selbstverständlich ist, wenn man da nicht in diesem Lernstoff die ganze Zeit so drin ist. Also ich würde es wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen trockener mit noch mehr Fachbegriffen machen, wenn ich jetzt in der Prüfung säße und auch noch mehr mögliche Krankheitsbilder mit einbeziehen. Aber ich belasse es mal erstmal dabei, so als Beispiel. Und ich merke echt, also wenn ich so hier rede, es ist ganz schön schwer. Ich muss noch ganz schön viel lernen. Also ich habe da noch ganz viel Unsicherheiten. Ja, aber spannend. Also sowas habe ich noch nie gemacht im Leben vorher. Interessant ist auch zu wissen, dass ich natürlich niemals in dieser Weise mit der Patientin sprechen würde, sondern das ist im Grunde so eine Fallbesprechung, das wäre so eine Art Fachgespräch unter Therapeuten, Ärzten oder wem auch immer, die da so in diesem mit diesem Vokabular halt so gerne um sich schmeißen und ja, das dann irgendwie zuordnen oder da einordnen müssen, auf, zum Beispiel in Hinsicht auf Krankenkassen oder Ähnliches. Und für mich als Heilpraktiker für Psychotherapie wäre im Grunde vor allem relevant die Frage, darf ich das behandeln oder darf ich das nicht? Muss ich da den Klienten oder den Patienten an jemand anderen verweisen? Ja, das andere, was ich mache, sind immer noch diese kreativen Lerntechniken. Da habe ich vor der schriftlichen Prüfung auch geschafft, zwei Videos so halbwegs fertig zu kriegen. Da werde ich euch einfach mal ein bisschen was rumschicken. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es im Moment einfach ein bisschen still um mich ist. Das geht gerade nicht anders. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, wo ich wieder ein bisschen mehr Videos machen kann, so die ganzen Gedanken in meinem Kopf da auch nochmal dann in so eine Videoform zu bringen.